Hallo ihr Lieben, heute zeige ich das Aufrollen, Einlegen und Wechseln einer Spule am Beispiel vom Singer Curving Nähmaschine. Bei der Nähmaschine wird die Naht durch geschicktes Verarbeiten von zwei Fäden hervorgebracht. Entsprechend ihrer Lage an der Nähmaschine werden sie als Oberfaden, der oben an der Nähmaschine durch die Nadel geführt wird, und Unterfaden, der nahezu unsichtbar unten in der Nähmaschine liegt, gebildet. Den Unterfaden liefert eine kleine runde Spule aus Metall oder Kunststoff, die das Garn enthält. Jede Maschine ist je nach Hersteller etwas unterschiedlich gebaut. Gemeinsam ist, dass du musst zuerst deinen Nähgarn auf die kleine Spule aufspülen. Stecke eine Garnrolle auf den Garnrollenhalter und sichere sie mit der kleinen Fadenablaufscheibe. Ziehe den Faden von der Garnrolle durch die Fadenführung, wie in der Abbildung gezeigt ist. Ziehe das Faden durch das Loch in der Spule. Stecke die Spule so auf den Spuler, dass das Fadenende nach oben zeigt. Drücke nun den Spuler nach rechts, bis es klickt, und halte das Fadenende fest. Starte die Maschine. Halte nach kurzem Aufspulen an und trenne den Fadenanfang ab. Betätige den Fußanlasser erneut, um die Spule weiter zu spülen. Der Spulvorgang stoppt automatisch, wenn die Spule voll ist. Drücke den Spuler zum Abnehmen der Spule nach links und schneide den Faden ab. Nun musst du die Spule mit dem Unterfaden in das meist runde Spulengehäuse einlegen, das du zuvor aus dem unteren Teil der Maschine, dem sogenannten Fuß, genommen hast. Bringe die Nadel in ihre höchste Stellung, indem du das Handrad entgegen dem Uhrzeigersinn drehst. Entferne die Spulabdeckung. Lege die volle Spule so ein, dass sie sich beim Ziehen des Fadens entgegen dem Uhrzeigersinn dreht. Wichtig! Sollte sich die Spule in Uhrzeigersinn drehen, kann der Unterfaden ausrutschen und zu Nähproblemen führen. Ziehe den Faden durch den Schlitz und dann nach links. Mit einem Finger die Spule leicht festhalten und dabei Faden ziehen, bis er in der Aussparung liegen bleibt. Dann den Faden entlang der Rille in der Stichplatte führen, bis er oben links durch den Fadenabschneider abgeschnitten wird. Setze die Spulenabdeckung wieder ein. Und nun kannst du mit dem Nähen anfangen. Der Unterfaden bleibt einfach hängen, klemme ihn nicht versehentlich ein. Beim ersten Stich holt die Nähmaschine diese nach oben. Wenn das Zusammenspiel von Ober- und Unterfaden perfekt klappt, erhält man eine halbere Naht, die sich nicht ausziehen lässt. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wenn dir gefallen hat, unterstütze meinen Kanal mit einem kleinen Like und abonniere bitte meinen Kanal.